In diesem Video lernst du die Grundlagen der Promises in JavaScript. Promises werden vor allem für asynchrone Operationen verwendet, beispielsweise wenn du Netzwerkanfragen sendest. Im Grunde wollen wir vermeiden, dass wir in die sogenannte Callback Hell kommen. Und um ein Promise zu erstellen, können wir hier einfach sagen let und dann myPromise gleich new promise. Und jetzt erstellen wir innerhalb von diesem new promise eine arrow Function. Wir haben zwei Argumente, nämlich resolve und reject. Resolve steht für erfolgreich und reject steht für nicht erfolgreich in dem Fall, also wie success und failure, nur dass es eben resolve in reject heißt, also auflösen und ablehnen. Dann erstellen wir den arrow hier. Wenn du mehr über arrow functions selber wissen möchtest, wir haben ein komplettes Video nur zum Thema arrow functions in JavaScript, das siehst du jetzt oben rechts in der Infokarte. Und jetzt können wir hier im Promise unsere Bedingung reinschreiben, was auch immer dieses Promise eben machen soll. Beispielsweise könnte es eine Netzwerkanfrage senden oder es könnte ein Timeout beinhalten oder was auch immer. Theoretisch sagen wir jetzt einfach let success gleich true. Und wenn success, so if success, wenn success true ist, wenn wir also quasi ein erfolgreiches Statement haben, stell dir einfach vor, hier ist deine Netzwerkanfrage oder irgendeine andere Business-Logik, die du eben bei dir haben musst, die entweder wahr oder falsch wird am Ende. Zum Beispiel willst du etwas auf einem Server erstellen. Oh, der Server war leider nicht erreichbar. Oder yay, der Server war erreichbar und ich habe etwas erstellt. Dann könnte das entweder success sein oder halt eben kein success. Ja? Wir gehen jetzt davon aus, dass es natürlich success ist. Dann sagen wir resolve. Resolve und können jetzt hier etwas übergeben, was auch immer wir möchten. Wir könnten beispielsweise zurückgeben, was der Server uns geantwortet hat. Wir geben das Objekt vielleicht zurück, was der Server erstellt hat. Oder wir übergeben oder geben einfach eine ganz einfache Nachricht zurück. The operation was successful. So, das könnte jetzt dieses Objekt sein, was wir dann eben zurückgeben in dem Resolve. Das heißt, wir lösen das Promise auf, sagen ja, ich habe mein Versprechen mit dir gehalten, hier ist deine erfolgreiche Nachricht, ja, es hat geklappt. Resolve ist also die Funktion, die wir aufrufen, um ein Promise bzw. eine Methode, um das Promise quasi erfolgreich abzuschließen. Und beim else, also im anderen Fall, wenn es nicht erfolgreich ist, verwenden wir reject hier. Und können auch genau hier wieder ein Objekt übergeben, beispielsweise eben ein String. Das kann aber auch ein komplexeres Objekt sein. So, Operation failed. So, jetzt als nächstes schauen wir uns an, wie wir dieses Promise eben verwenden können. Wenn du JavaScript ganz einfach und in kürzester Zeit meistern möchtest, dann schau dir jetzt unseren JavaScript-Komplettkurs an. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Videobeschreibung oder oben rechts in der Infokarte, die jetzt gerade aufpoppt. In diesem Kurs lernst du also die wichtigste Programmiersprache der Webentwicklung vollumfänglich und anhand von tollen praktischen Projekten. Also trag dich jetzt ein und leg den Grundstein für deine Karriere als Webentwickler. Um das Promise zu verwenden, rufen wir es jetzt erstmal auf. Wir sagen myPromise. Als nächstes, weil das ja asynchron ist, wollen wir darauf warten, bis wir entweder resolve oder reject zurückbekommen. Stell dir vor, hier drin, anstatt hier einfach let success gleich true stehen zu haben, schicken wir eine Post-Anfrage, also eine HTTP-Anfrage, einfach an einen Server. Das dauert 5 Millisekunden, der Server verarbeitet das, nochmal 5 Millisekunden und schickt uns eine Nachricht zurück, nochmal 5 Millisekunden. Das heißt, das Ganze ist hier asynchron. Wir haben dazwischen eine undefinierte Zeit, die wir warten müssen. Das heißt, wir sagen myPromise, rufen das auf und sagen dann then. Sobald du fertig bist, gib uns bitte zurück, was auch immer quasi wir zurückbekommen. Beispielsweise eben die Message von unserem Resolve. Das heißt, wenn das Ganze geklappt hat. Und das wollen wir dann in die Konsole schreiben, Console Log. Und wir schreiben natürlich die Message hier rein. So. Wir können das aber noch weiter chainen, sodass wir sagen können, hey, wir könnten ja auch einen Error bekommen. Deswegen können wir dahinter setzen catch. Das heißt, das Promise hat dann nicht geklappt. Und wir sagen Message. Und auch hier quasi genau das gleiche, console.log und auch hier wieder message. So, und jetzt können wir natürlich einfach diesen Boolean hier umlegen und dann eben das Promise starten und uns beide Fälle anschauen. Das heißt, ich öffne hier in Visual Studio Code ein neues Terminal, einfach auf New Terminal. Wenn du das auch machen möchtest, wie ich eben hier auf der Maschine JavaScript Code auszuführen und nicht im Browser, dann musst du Node.js installieren, einfach auf Node.js.org gehen und die letzte Version runterladen. Und dann kannst du hier unten eintragen Node und dann einfach main.js, weil meine Datei eben main.js heißt. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann siehst du, the operation was successful. Und wenn ich jetzt unseren Schalter hier auf False setze, das heißt, wir gehen mal davon aus, der Server war nicht erreichbar zum Beispiel, dann können wir sehen, wenn ich das nochmal ausführe, the operation failed. Und wenn ich jetzt den Catch-Block entferne,
und das speichere und nochmal starte, dann siehst du, dass wir hier einen Fehler bekommen, weil er sagt, wir haben eine Exception bekommen, also einen Fehler, und die wurde eben nicht abgefangen. Und deswegen sollten wir einen Catch-Part eben hinten dran hängen an unser Promise, damit wir Fehler, die wir eben zum Beispiel aus dem Reject hier bekommen, abfangen können. Ja, ansonsten wäre das ein ziemlich schlechter Practice. Gut, wenn du noch einen weiteren Code unbedingt ausführen möchtest, dann verwendest du hier einfach Finally. Dafür haben wir auch ein extra Video zu Try, Catch, Finally und so weiter. So kannst du sicherstellen, dass du am Ende auf jeden Fall einen bestimmten Code ausführst. Brauchen wir in dem Fall jetzt aber zum Beispiel nicht. Gut, okay, also das Einzige, was du dir jetzt merken musst, um mit Promises zu starten, ist, dass du hier ein neues Promise erstellst mit New Promise. Da drin haben wir ein Resolve und ein Reject State. Das heißt, wir lösen das Promise entweder auf oder lehnen es quasi ab mit Resolve und Reject, wo Resolve eben erfolgreich ist und Reject dann eben nicht erfolgreich. Dann können wir das Ganze aufrufen mit myPromise und weil es asynchron ist, warten wir darauf mit then, und then bedeutet hier eben, wenn es erfolgreich war, dann wollen wir Folgendes tun. Hier geben wir uns einfach die Nachricht dann in die Konsole aus, aber wir könnten ja jetzt auch sagen, okay, nachdem wir was auf dem Server erstellt haben, wollen wir noch irgendwas anderes machen beispielsweise. Ja, also so kannst du ein Promise in JavaScript verwenden. Das war es dann auch schon mit diesem Tutorial. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und wenn du Interesse an einer Karriere als Webentwickler hast oder JavaScript einfach so im vollen Umfang meistern möchtest mit allem drum und dran, dann schau dir auf jeden Fall den JavaScript-Komplettkurs an. Den Link dazu findest du wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.